Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich erst schmieren. Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Was gibt's Neues? Du, warum gibt dann eine giftige Pilze? Wie kommst du da denn nur auf? Ja, ich war gestern mit Marion im Wald, wir wollten was sammeln. Mhm. Und da fragt sie mich, warum da giftige Pilze gibt. Wisst ihr das? Also jetzt von der Natur her? Ja, damit da keiner beigeht. Also, du stellst Fragen. Ja, wieso? Da gibt ja auch Pilze, die nicht giftig sind. Mhm. Das muss doch einen Sinn haben, jetzt von der Natur. Ja, damit man da denn beigehen kann. Wieso, da soll man denn ja bei? Also. Und die anderen müssen sich ja schützen vor Fressfeinde. Ja, warum die anderen denn nicht? Ja, ich meine, Champignons gibt das ja genug. Und das sind viel mehr als jetzt zum Beispiel Fliegenpilze im Wald. Und in die Gläser. Und in die Gläser auch. Da müssen sie sich ja schützen. Ja, aber wenn der Sinn von einem Fliegenpilz ist, dass da keiner beigeht, welchen Sinn hat er denn überhaupt? Ja, wir waren dabei früher. Da siehst du aber Schneewittchen in rosa Unterrock doch. Franz. Glaube mir. Ja, aber ich meine, warum macht die Natur das? Zum Beispiel auch mit Flöhe, die bringen ja nur gar nichts. Wieso, da gehen doch Vögel bei. Ja, da glaubst du, Mann. Da geht nicht ein Vogel bei so einem Floh. Der ist ja viel zu klein. Als Häppchen. Na danke, du Spinner. Allein schon. Naja, man muss eben im Wald vorsichtig sein beim Suchen, weil manche Pilze sind sich so ähnlich, jetzt von Aussehen, die musst du anlecken, ob das bitter ist. Wie? Ja, an der Hüte lecken oder an der Stiele. Und wenn das bitter ist, dann sind sie gefährlich. Ah, dann bist du an alle Pilze zu lecken. Und welche bitter sind, die schmeißt du denn einfach wieder im Wald? Du musst sie ja nicht rausreißen. Du kannst ja vorher dran lecken. Ach, dann kriegst du auf alle Viere durch den Wald und leckst die Pilze ab. Also. Du kannst ja auch in die Knie gehen. Ja, bei Giftpilze gehst du erst recht in die Knie. Ja. Georg, na, wollen wir es nicht hoffen. Ich klopf mal auf Holz. Ja, weißt du was? Deswegen kaufe ich ja immer, also meine Mutter, diese in der Folie aus dem Supermarkt. Ja, das sind so Kulturchampignons und nicht aus dem Wald. Ja, genau. Und die musst du dann ja auch nicht extra abwaschen. Wieso das denn nicht? Ja, weil da ja keiner dran geleckt hat. Du hörst es doch. Ja, nein. Was macht dein Rätsel, Franz? Ich brauche noch alternative Energiequelle mit 8 Buchstaben vorne B. Alternativ? Ja. Batterie? Jawohl!